Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreie Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen, alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Dann kommen wir mal schnell zur Sache. Manche von euch können es anscheinend gar nicht mehr erwarten, ins Gras zu beißen. Kleiner Scherz am Rande. Jedenfalls geht es heute um die Bokashi-Eimer hier. Die kann man für gewöhnlich im Internet kaufen, werden auch schön propagiert, sind auch arschteuer. Ich glaube, zwei von denen in diesem Pack mit effektiven Mikroorganismen kosten so an die 70 Euro. Haben natürlich auch ihre Vorteile wie diesen Abflusshahn hier, sind aber jetzt für meinen Geschmack recht klein und den Abflusshahn, den brauche ich jetzt persönlich nicht. Da kann man sich einiges an Geld sparen, indem man sich jetzt zum Beispiel solche luftdicht verschließbaren Eimer holt. Die kann man sich jetzt zum Beispiel bei Restaurants oder bei Bäckereien, Metzgereien holen. Die werfen die für gewöhnlich weg. Da tun sie manchmal Senf oder Mayonnaise da rein tun, geben sie gerne her. Wenn man da einfach nur nachfragt, sind luftdicht verschließbare Eimer und den den passt ein bisschen mehr als jetzt in die Eimer rein. Und wie gesagt, man braucht eigentlich gar keinen Abflusshahn. Ich tue jetzt das einfach so machen. Das ist wie Sauerkraut fermentieren. Das mit dem Abflusshahn ist jetzt für die interessant, die einen Balkon haben. Da kann man die Flüssigkeit dann zum Dünger als von den Pflanzen nehmen. Wenn man sich trotzdem Abflusshahn haben möchte, dann kann man sich ja zwei Eimer besorgen und dann ein Loch reinschrauben, schauen, dass dann der eine Eimer etwas kleiner ist, dass der dann hier in den reinpasst. Da kann man hier auch sozusagen eine Fermentation machen, indem man sich hier nochmal ein Loch reinmacht mit dem Abflusshahn und macht sich irgendein Gitter. Man kann einfach schauen, wie die aufgebaut sind, die anderen Eimer, dann baut man sich das jetzt unbedingt. Ja, muss man aber nicht, ist halt sehr zeitaufwendig. Was ich jetzt von meinem einen Nachbarn habe, da habe ich ungefähr 20 Eimer von dem. Das sind so diese Meisenknödel, sind 100 Stück drinnen und in dem passt ungefähr das 3 bis 4 Mal von dem Eimer hier rein. Ist auch ein gutes Stück und von denen habe ich dann genug. Also wenn ihr Nachbarn habt, die solche Meisenknödel haben, von einem sehr beliebten Gartencenter in eurer Nähe, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich bekomme die, habt da so 20 Stück von denen und mit denen kann man recht gut Bokashi machen, also spart euch einfach das Geld und gibt es einfach für das Zeug aus, was oder für eure Interessen, worauf ihr Lust und Freude habt und spart euch einfach mal Geld. Kurz und knackig und das soll es auch schon gewesen sein, mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Bokashi, wie ich das fermentiere und alles mögliche, habe ich auch schon in mehreren Videos gesagt. Hier nochmal explizit, welche Eimer ich empfehlen würde, um einfach sich Geld zu sparen, um einfach das Geld für andere Sachen, was euch in den Sinn kommt, zu investieren. Gibt wahrscheinlich genug Sachen, was man da dafür anstelle im Garten zum Beispiel ausgeben kann oder sonst irgendwelche Hobbys nachgehen, was ich nur jedem empfehlen kann. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben. Dann noch das ganze YouTube-Algorithmus-Zeug. Natürlich auch gerne wieder kommentieren, damit das Video auf mehreren Leuten auf YouTube empfohlen wird zum Beispiel. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Guten Morgen, guten Abend, egal wann ihr das Video auch schaut. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.